Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung von mir auf meinem Kanal. Ich habe heute einen ganz besonderen Mod für euch und ich bin so verliebt. Ich schwöre euch, das ist einer der besten Mods, die ich irgendwie je gesehen habe in diesem Spiel. Also einer der besten Mods. Und ich spanne euch gar nicht lange auf die Folter. Wir switchen direkt. Und zwar ist das hier der Realistic Life and Pregnancy Mod. Ich habe vorher noch nie was von diesem gehört, aber als ich den entdeckt habe und gesehen habe, was da einfach alles drin ist, dachte ich so, sorry, wenn ich gerade ein bisschen aufgedreht bin, aber ich zeig's euch. Also die Seite ist leider auf Englisch, aber der Mod ist schon auf Deutsch verfügbar. Lieben Dank an Kleinstadtzimmer für die Übersetzung. Das habe ich nicht selber gemacht. Die deutsche Version ist tatsächlich schon verfügbar. Das könnt ihr euch runterladen. Alle Links sind in der Videobeschreibung. Und dann kann schon losgehen. Und ihr könnt damit spielen. Dieser Mod ist von Percy. Ich vermute mal, dass das so ausgesprochen wird. Percy. Und das ist die Patreon-Seite, wo ihr den Mod runterladen könnt. Und da sind so viele tolle neue Sachen drin. Aktionen für Kinder. Speziell Sachen für morgens, die nur morgens funktionieren, die man fragen kann. Und Sachen, die man halt abends machen kann. Dann natürlich für Schwangerschaften und Babys gibt es da was. Es gibt Familienoptionen, Aktionen. Es gibt persönliche Fragen. Und es gibt so böse Sachen wie, lass uns über eine Scheidung reden und ich will euch auch nicht alles zeigen, weil ihr sollt ja auch noch selber was entdecken, aber so die wichtigsten, coolsten Sachen, also nicht die coolsten, aber so einige Sachen will ich auf jeden Fall euch zeigen. Starten wir mit den Kinderaktionen. Also man kann mit einem Kind auf einen Erwachsenen klicken und dann kommt sowas, Frage für ein neues Tablet, Frage für einen neuen PC, für ein neues Fahrrad oder für neue Buntstifte. Oder wenn man das mit Teenager macht, dann ist es halt auch für Fahrrad, PC, Tablet. Wenn man mit dem Erwachsenen auf ein Kind klickt, kann man fragen, was es in der Schule zum Mittagessen gab. Wie geil ist das bitte? Oder wie war es in der Schule und was ist dein Traumjob? Was möchtest du mal werden, wenn du groß bist? Ich wusste gar nicht, dass mir das fehlt, bis ich das gesehen habe. Und dann kriegen die halt auch noch solche Buffs, solche Moodlets, solche Stimmungen. Und hier einmal, lass uns einen neuen Computer kaufen. Joaquin, ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen wird, glaubt auch, dass es Zeit ist für einen neuen Computer. Oder hier kann man das an eine Bedingung knüpfen. Nach dem Motto, hier, du bekommst erst einen neuen Computer, wenn deine Noten in der Schule besser geworden sind oder nein. Du bekommst keinen neuen Computer und dann sind die Kinder natürlich auch dementsprechend mies gelaunt. Und die Eltern bekommen dann ein Moodlet, dass sie dann beispielsweise gestresst sind. Dann kriegen sie natürlich auch Moodlets, wenn die gefragt werden, was möchtest du mal werden, wenn du groß bist, was ist dein Traumjob? Dann bekommen die hier ein Moodlet. Und die Kinder bekommen halt auch ein Moodlet und antworten wirklich. Ich habe es auch schon in meinem Let's Play ausprobiert. Und es hat einfach so schön funktioniert. Und dann können die sagen, ja, ich möchte Filmproduzent werden beispielsweise. Das war in meinem Let's Play so, dass das Kind das da geantwortet hat. Und dann hier die Frage, wie war es in der Schule? Also die bekommen für alles Mögliche einfach diese Moodlets. Hier könnt ihr auch sagen, ja, es war traurig, weil irgendwas passiert ist. Oder es war nicht okay. Oder die sind glücklich, weil was Schönes passiert ist. Dann haben sich noch Moodlets, was es halt zum Mittagessen gab. Dann gibt es Morgeninteraktion, Morgenaktion, Morgensozialmenüs, ich weiß nicht, wie ich das benennen soll. Aktion, Interaktion, wie auch immer. Und da kann man halt fragen, ja, wollen wir vielleicht in einem Restaurant frühstücken gehen oder was hast du heute vor? Dann kann man nochmal über Kaffee reden, dann kriegen die auch so ein Moodlet nach dem Motto, ich brauche meinen Morgenkaffee, ich brauche mein Koffein, so ein Sim wäre ich. So ein Mensch bin ich. Ich kann nicht ohne Kaffee. Ohne Kaffee funktioniere ich morgens nicht. Oder fragen, was der andere Sim zum Frühstück haben möchte und so. Und dann kriegen die halt auch Moodlets, wenn die sagen, ja hier, Seiji möchte eine Übernachtungsparty mit einem Freund machen. Oder möchte mit Seiji, dem Freund, in die Shisha-Bar gehen. Oder wie auch immer. Es gibt einfach so viele verschiedene Antwortmöglichkeiten. Elodie möchte ein Cappuccino und ein Stück Kuchen zum Frühstück. Nicht das gesundeste Frühstück, aber no judging. Oder hier möchte Bacon und Eier zum Frühstück. Ich bin nicht so gut in simultan vorlesen. Wir gucken uns das gleich im Spiel an. Und da ist das alles auf Deutsch, keine Sorge. Und es gibt einfach so unglaublich viele Moodlets.
Dann gibt es abends halt auch noch, dass man sagen kann, wie sehr man den Sim vermisst hat. Oder die Frage, wie geht's dir? Und die Sims können da wirklich drauf antworten, dass sie einen guten Tag hatten, dass es denen gerade nicht so gut geht, dass es ganz okay war und so. Da gibt es einfach wieder so viele Antwortmöglichkeiten. Man kann fragen, wie es auf der Arbeit war. Man kann fragen, ob man eventuell in ein Restaurant gehen möchte zum Abendessen. Und hier gibt es einfach wieder so unglaublich viele verschiedene Moodlets. Die sind, ja, sie haben dich vermisst oder ich habe gehört, dass man mich vermisst und oh, ich bin sehr gehypt, was diesen Mod angeht, wie ihr vielleicht feststellt. Und Pregnancy. Auch eine super tolle Funktion. Man hat jetzt einen Pregnancy-Reiter, den werden wir uns, wie gesagt, gleich im Spiel nochmal angucken. Und da kann man einfach so viel verschiedene Sachen mit äußern. Zum Beispiel sagen, dass man Probleme hat mit dieser Überempfindlichkeit vom Geruch oder man kann sich darüber beschweren, dass man immer Hunger hat oder immer pipi muss oder einfach müde ist oder man kann sagen, dass das Baby gerade getreten hat und man kann schreckliche Gefühle teilen, nach dem Motto, ja, ich bin nicht bereit für diese Schwangerschaft und so und das ist einfach so toll. Es gibt einfach so viel, man kann darüber reden, dass einem morgens immer kotze übel ist und jetzt kommt mein Favorite. Es ploppen Moodlets auf für eine Schwangerschaft. Dass man halt nachdenkt, ja, ist es ein Junge oder ein Mädchen? Oder, oh mein Gott, was ist, wenn es Zwillinge werden, wie hier? Oder der Sim möchte ein Mädchen, dieser Sim möchte einen Jungen. Dass wirklich so Geschlechtspräferenzen in den Wünschen auftauchen, das finde ich großartig. Es bringt einfach so viel mehr Realismus rein, wenn man sagt, hier, der Sim möchte einen Jungen, der Sim hätte lieber eine Tochter, wie auch immer. Und oh, hier, Seiji möchte unbedingt from the bottom of his heart a boy. Er möchte also wirklich von tiefstem Herzen wirklich einen Jungen haben. So süß. Davon, dass es Babytritt war oder man ist halt aufgeregt. Hier steht zum Beispiel, dass der Mann quasi versucht hat, das Baby zu fühlen, es treten spüren wollte und es leider nicht geklappt hat. Und das ist dann wiederum sehr, sehr schade, aber wow. Wow, es gibt halt auch verschiedene Symptome und Stimmungen von der Schwangerschaft, dass man sich halt mies fühlt oder halt müde ist oder dass man sich halt so ein bisschen beschämt, weil der Körper sich verändert, weil einige kriegen ja eher Akne, andere nehmen halt zu, logischerweise, weil Baby wiegt ja auch was. Und halt diese Morgenübelkeit und dass man halt vieles überdenkt und oh, es bringt einfach so, so viel und einfach Sorgen über den Partner. Weil dann hat der Partner macht sich einfach Sorgen nach dem Motto, ja, warum geht es meiner Frau immer schlecht? Warum ist sie immer müde? Und das bringt einfach auch so viel mit rein. Dann gibt es den Reiter Familieninteraktion. Da kann man zum Beispiel über die Lieblingsfarbe reden und danach fragen. Man kann über eine Adoption diskutieren. Sowohl über die Adoption, ein Baby oder ein Kind zu adoptieren, aber auch bei Haustieren, dass man darüber einfach spricht, wie man hier ganz gut sieht. Und dann gibt es dazu auch verschiedene Moodlets und ob die angespannt sind deswegen oder ob es denen nicht so gut geht, weil sie sich dafür nicht bereit fühlen oder es vielleicht zu kompliziert ist oder dass sie Sorgen dabei haben. Und hier zu den Farben, die Sims sagen halt wirklich, was die für eine Lieblingsfarbe haben. Das könnte man so geil mit den Zimmern und Schlafzimmern und generell in der Wohnung und den Outfits umsetzen. Und ich bin gerade super aufgedreht. Es tut mir leid. Dann gibt es noch das eben genannte Persönlichkeitsmenü. Und dann kann man halt sich so an Freunde erinnern. Oder man kann wirklich seine eigenen Gefühle teilen mit anderen Sims. Also die Sims können untereinander jetzt ihre eigenen Gefühle teilen. Die können über Veränderungen im Leben reden, die können über Geburtstage reden oder was halt in deren Kindheit passiert ist oder generell in deren Leben bisher. Und dann gibt es halt auch wirklich Moodlets dafür, wie zum Beispiel eine Geburtstagdepression, dass man halt Geburtstage nicht mag oder man hat irgendwie einen harten Geburtstag oder hier sind auch noch längere Texte, wo dann steht, dass man mal ausgeraubt wurde oder dass es einen Autounfall gab oder so. Oder dass sie einfach eine harte Kindheit hatten. Gerade wenn man so Runaway Teen Challenge oder sowas spielt, kann man damit einfach so viel gewinnen mit diesem Storytelling. Das ist so perfekt für Storytelling. Es gibt natürlich auch positive Merkmale, also so ist es nicht. Und oh,
so in love, weil die Gefühle mit jemandem geteilt hat. Dann gibt es hier noch Beziehungsoptionen. Dann kann man über eine Scheidung reden, wie ich vorhin schon mal gesagt habe. Oder man kann über die Veränderungen in der Beziehung reden und ausdrücken, dass man Sorge hat, dass der Partner zu viel arbeitet und dass man eventuell keine Zukunft mit dem Partner sieht und all sowas. Und erklären, warum es besser ist, sich zu trennen. Das sind einfach so krasse Sachen, die hier mit drin sind. Hier auch wieder alles bespickt mit so vielen verschiedenen Moodlets. Hier der Sim, hier der wütend ist, wartet quasi, dass er verlassen wird. Und dann gibt es noch Urlaubsoptionen auf dem PC. Also man verreist nicht wirklich mit diesen Optionen, aber mit Salvadorada, mit diesen Fine Salvadorian Attractions erhöht man die salvadorianische Fähigkeit. Aber verreisen ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich, aber die Modderin arbeitet daran. Hier sind dann nochmal Update-Infos, die ganzen Links, die ihr braucht. Hier könnt ihr die Modderin kontaktieren, YouTube, Instagram, Twitter, Twitch. Cool, sie hat Twitch. Und wenn ihr das downloaden wollt, drückt ihr hier auf diesen Link und dann kommt ihr hier auf diese Seite, wo ihr auch nochmal die Updates seht. Und dann könnt ihr das hier einfach runterladen. Ich habe jetzt das hier runtergeladen, die German Translation bei Kleinstadtzimmer. Nochmal herzlichen Dank an dich, dass du schon übersetzt hast. Das hat mir sehr viel Arbeit abgenommen. Ja, dann starten wir jetzt das Spiel und ich zeige es euch mal auf Deutsch. Wir sind jetzt hier im Spiel und wir sind wieder bei meiner Mod-Familie. Lang ist es emotional für mich her. Lang ist es gefühlt für mich her, das wollte ich sagen. Und ihr seid so niedlich. Ihr seid einfach so unfassbar niedlich. Und hier sieht man schon nach Lieblingsfarbe fragen. Das machen wir jetzt. Ethan, kommst du mal bitte her? Hier, wie war dein Arbeitstag? Kann man hier jetzt fragen. Und über Veränderungen im Leben sprechen. Ein Kindheitsfreund erinnern. Das sind einfach so tolle Sachen. Und die beiden werden jetzt einfach mal darüber reden. Tag der neuen Fähigkeit interessiert uns nicht. Meine Ambers Lieblingsfarbe ist Türkis. Dann wissen wir das hier schon mal, weil hier haben wir interessant. Ethan fragt nach den Lieblingsfarben, um zu wissen, ob er etwas mit dir gemeinsam hat. Hier, meine Lieblingsfarbe ist. Dann steht hier das auch drin. Das ist voll toll. Frag sie noch mehr. Frag sie noch mehr. Diskussion über die Adoption von Haustieren. Möchte einen Fuchs adoptieren. Ember schien vor dem Gespräch so inspiriert zu sein und war so begeistert zu teilen, dass sie immer einen Fuchs adoptieren wollte. Ich dachte, man sagt mir, ja, ich möchte adoptieren oder nein, ich möchte kein Haustier adoptieren. Aber dass sie wirklich sagen, was sie adoptieren wollen, ist ja super cool. Oh mein Gott. Die gibt es hier morgens nach dem heutigen Tag, nach dem heutigen Plan fragen. Oder Frage nach einem Frühstück im Restaurant. Fragen, was sie sich zum Frühstück wünschen. Oh, ist das großartig. Meine Pläne sind, Ember hat für heute noch keinen Plan. Das ist voll schön. In der Hoffnung auf baldige Adoption. Es gibt einfach so tolle, viele Moodlets. Oh, braucht etwas Neues. Vom Bedürfnis eine Veränderung im Leben. Ethan verspürt das Bedürfnis, etwas in seinem Leben zu ändern. Es könnten Gewohnheiten, Routinen oder sogar eine Frisur oder Farbe sein. Möchte einen Fuchs adoptieren. Oh mein Gott. Meine Pläne für heute sind, Ember hat für heute noch keinen Plan. Es ist so großartig. Wollen wir was mit dem Kind machen? Hier, mach mal was mit dem Kind. Was singst du denn jetzt? Was ist dein Traumberuf? Ja, hör auf zu singen. Du versaust mein Video. Ich möchte werden. Ich möchte Pirat werden. Um täglich Abenteuer zu erleben, Schätze wie Gold und Juwelen zu besitzen, zu feiern und zu feiern und mit meinen Kameraden die Welt zu bereisen. Ich weiß nicht, ob sich das nochmal verändert, wenn sie größer werden, ob die Berufswünsche dann realistischer werden und sagen, ja, ich möchte Lehrerin werden oder ich möchte Gärtnerin werden oder sowas. Aber dass man die generell fragen kann, finde ich absolut großartig. Familie, wieder nach Lieblingsfrage. Fragen, ob sie ein Geschwisterkind haben wollen. Auf jeden Fall. Oh mein Gott, das machen wir. Ich will nicht. Lacey scheint nicht daran interessiert zu sein, ein neues Geschwisterchen zu bekommen. Sie ist bereits glücklich mit ihrer Familie. Lacey, es tut mir sehr leid, aber Mama und Papa wollen, dass ich den Zuschauern zeige, wie sie miteinander technisch mächteln. Nein, wie das mit der Schwangerschaft sich verhält und diesem Mord, weil wir haben da noch so viel mehr zu entdecken. Ember ist schwanger. Sehr, sehr gut. Wir haben einfach immer noch diese Melodie. Sehr gut, dann red mit ihm darüber. Präferenz für das Geschlecht der Schwangerschaft teilen. Ja, auf jeden Fall. Schwangerschaft, da haben wir jetzt den neuen Reiter. Oh, da werden wir gleich reingucken. Ethan will unbedingt ein kleines Mädchen.
Ist das süß. Ein Junge oder ein Mädchen, das Geschlecht spielt keine Rolle, solange das Baby gesund ist. Die Begrüßung unseres Kleinen ist ein unbezahlbarer und aufregender Moment. Und sie möchte ein neues Baby. Oh. Amber denkt an ein weiteres Baby und wollte ihr Kind fragen, ob es ein neues Geschwisterchen möchte. Sie sagte, dass Freunde kommen und gehen, aber Geschwister sind für immer an dich gebunden. Das ist Teil der Abmachung. Wie niedlich ist das bitte? Erhöhter Appetit während der Schwangerschaft. Wann nimmt der Appetit während der Schwangerschaft generell zu? Einige Sims bemerken, dass ihr Appetit bereits im ersten Trimester der Schwangerschaft zunimmt. Oh mein Gott, wie cool ist das bitte? Hier über Morgenübelkeit können wir jetzt klagen. Wir gehen nochmal zum Reiterfamilie, zum Retter Schwangerschaft. Hier ein Babykick. Gefühl teilen, Geruchsprobleme teilen. Ah! Man will ein Video machen und dann kommen ja ständig irgendwelche Sachen aufgeploppt vom Spiel, wo ich die Sounds nicht deaktiviert bekomme. Ein Babykick-Gefühl teilen, das finde ich auf jeden Fall toll. Schwangerschaftsaufregung ausdrücken. Bitte. Seht ihr einfach, wie viel Realismus das reinbringt? Das macht alles so viel besser. Über das Verhalten des Partners beschweren, Geruchsprobleme mitteilen, nichts gefühlt. Ethan versucht zu fühlen, wie das Baby tritt, aber leider spürte er nichts. Oh nein! Ein Baby in mir spüren. Amber fühlte eine Babybewegung in ihrem Bauch. Begeistert! Ethan ist so aufgeregt und kann es kaum erwarten, diese kleine Person zu treffen, die zur Hälfte er und zur Hälfte jene ist, die er liebt. Seine Familie ist dabei, um bei 2 Meter größer zu werden. Hier sind die ganzen Moodlets. Möchte ein Mädchen, steht denn hier. Große Neuigkeiten. Hier sind einfach auch die Sachen, die man erfragen kann in den Moodlets drin, dass man es auch nachlesen kann. Nope, Miguel, wir wollen jetzt nicht. Wir sind hier gerade ein bisschen dabei, hier was zu machen. Nichts gefühlt. Ethan versuchte zu spüren, wie das Baby tritt, aber er spürte leider nichts. Das ist so traurig. Ach süß, wir können hier auch über Müdigkeit sprechen. Mit dem Kind. Können wir bei ihr sagen hier, Schwangerschaftsneuigkeiten mit ihrem Teilenkind. Also das ist ein Übersetzungsfehler, aber man kann einfach dem Geschwisterkind sagen, hier, du bekommst doch ein Geschwisterchen und jetzt bin ich so gespannt, wie sie reagiert. Kein neuer Fremder. Oh, sie hat echt keinen Bock auf ein Geschwisterchen. Lacey ist wütend auf ihr Elternteil, weil sie ohne das neue Baby glücklich ist. Sie will ihr Schlafzimmer nicht mit einem nervigen Fremden teilen. Oh, du behältst dein eigenes Zimmer. Wirklich. Und jetzt ist sie wirklich wütend, weil sie kein Geschwisterkind möchte. Und sie möchte Piratin werden. Es ist so toll. Lacey hat gerade von sich aus ihren Papa gefragt, ob sie einen neuen PC haben darf. Und ihr Papa sagt, nur unter einer Bedingung. Wir kaufen dir nur dann einen neuen PC, wenn du in der Schule gute Noten bekommst. Ist das toll. Kannst du hier noch nach neuen Buntstiften fragen. Ist das toll. Und Ethan muss pipi. Nach einem Geschwisterkind fragen. Man kann auch einem Geschwisterkind fragen. Könnt ihr mir bitte einen kleinen Bruder oder eine kleine Schwester machen? Nach einer Übernachtung fragen. Ich entdecke hier immer wieder neue Sachen, ne? Ich mache wieder Grimassen. Nach einem Fahrrad fragen. Da sein Kind Buntstifte für den Test nächste Woche braucht, wird Ethan ein neues farbiges Paket besorgen. Also kriegt Lacey Buntstifte. Ethan ist sich nicht sicher. Ein weiteres Kind zu bekommen, ist keine leichte Entscheidung für Ethan. Es ist eine Menge Verantwortung. Er versprach, lange und gründlich darüber nachzudenken. Denn sein Kind schien wirklich ein neues Geschwisterchen zu brauchen. Irgendwie passte die Idee, ein weiteres Kind zu bekommen, um sein Kind mit einem Geschwisterkind zu versorgen, nicht richtig zu. Habe ich gerade nur Kacke vorgelesen oder ergibt das wirklich keinen Sinn? Auf jeden Fall weiß man, was gemeint ist damit. Sie ist ja schon schwanger, die liebe Frau Mama. Lacey hat gerade gefragt, ob man übernachten darf. Und Ethan erlaubt seinem Kind eine Übernachtung, weil er sah, wie aufgeregt und glücklich sie waren. Sie möchte jetzt ein Geschwisterkind und... Oh, jetzt ist sie angespannt. Ja, Ethan ist einverstanden, seinem Kind ein neues Fahrrad zu kaufen. Er möchte, dass es am glücklichsten ist. Ethan, du sollst ja nicht alle Wünsche erfüllen. Betonen. Lacey gab ihre Buntstifte an ihre Klassenkameraden in der Schule und bat ihre Eltern, ihr neues Paket zu kaufen. Oh nein. Es ist nie leicht, ein Elternteil zu bitten, ein neues... teures Ding zu kaufen. Lacey hofft, dass sie es akzeptieren, ohne angeschrien zu werden. Oh nö. Ach, deswegen, weil sie immer Angst hat. So, sagen Mama und Papa ja? Sagen Mama und Papa nein? Deswegen ist sie noch angespannt, aber das wird wahrscheinlich auch noch ablaufen. Sogar davon bekommen wir ein Moodlet dafür, dass sie ihrer Tochter gesagt hat, hier, du wirst eine große Schwester. So, unsere liebe Amber ist jetzt im 3. Trimester und ich wollte mal gucken, ob es da jetzt noch neue Sachen gibt. An diesen Kindheitsfreund erinnern. Oh, mach das mal, weil ich das irgendwie einfach super schön finde. Über Müdigkeit sprechen, Unsicherheit. Hauptsache, der singt schon wieder. Okay, aber ich glaube, das war's für dieses Video, ansonsten wird das ultra lang.
Und ich glaube, ich habe euch auch so die meisten Sachen auf jeden Fall gezeigt. Es sind auch noch ein paar Sachen offen, die ihr selbst entdecken könnt, wenn ihr euch den Mod runterladen wollt. Lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da. Schreibt auch gerne rein, welche Mods ich eventuell noch vorstellen soll. Wenn euch coole Mods einfallen, worüber man ein Video machen könnte. Und ich würde mich natürlich auch über einen Daumen nach oben freuen und über ein Abo, wenn ihr noch keiner meiner Abonnenten seid und keines meiner Videos mehr verpassen wollt. Und dann bleibt mir nichts weiter übrig, als noch zu sagen, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, einen wunderschönen Abend, Morgen, wie auch immer, wann ihr das Video guckt. Und vielleicht sehen wir uns ja in einem anderen Video von mir wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.